Reverse Peck Deck Fly. Die Übung ist eine Isolationsübung für die hintere Schulter. Stelle den Sitz auf die Höhe ein, sodass in der sitzenden Position deine Arme parallel zum Boden verlaufen. Anschließend bringst du deine Schulterblätter seitlich bei deinem Brustkorb so weit wie möglich auseinander und beginnst mit den Ellbogen auseinander zu ziehen. Dadurch ergibt sich automatisch eine halbkreisförmige Bogenbahn. Du hast die Möglichkeit, auch die Übung im Neutralgriff durchzuführen. Bezogen auf die Aktivierung der hinteren Schulter macht das aber keinen Unterschied. Bleib bei der Griffvariante, die für dich am angenehmsten ist. Hier siehst du noch einmal in einer anderen Ansicht, wie ich die Schulterblätter seitlich rausbringe und versuche, sie dort so gut es geht zu halten. Häufige Fehler sind zu viel Schwung in der Startposition und ein zu weites nach hinten führen der Arme. Ebenso die Bewegung über eine Retraktion, also ein Zurückführen der Schulterblätter, zu bewerkstelligen.